Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze große, schöne, weite Welt. Heute ist der 21. März 2022. Ist das nicht auch Frühlingsanfang? Neben mir sitzt ein fix und fertiger, gebadet, frisiert und gebügelt. Andreas Popp strahlt aus beiden Augen und freut sich auf eine sehr bewegende Sendung. Guten Morgen, lieber Andreas. Guten Morgen, liebe Eva. Ja, fix und fertig, stimmt. Ich habe heute Morgen lange Kommunikation mit einem Militärexperten gehabt und durch diese gesamten Waffensysteme mich erstmal doch nochmal auf dem Laufenden gebracht. Das ist ein hochspannendes Thema und habe dabei ganz vergessen rauszugucken, was ich jetzt nachhole. Wir sehen in einem bedeckten Himmel, es sind ungefähr 5 Grad plus, die wir jetzt diese Woche im Durchschnitt erwarten. Also die Minustemperaturen sind vorbei. Es wird morgen noch mal ein bisschen sonnig sein zwischendurch, aber auch immer wieder Regenabschnitte. Also ein ordentlicher Frühling und wir freuen uns heute auf einen schönen Tag. Die Luft ist klar, der See changiert. Fertig. Also es ist ja eine perfekte Ansage, Andreas. Besser kann man es nicht machen. Deswegen fangen wir sofort an. Es war eine Meldung wie Donnerhall, die am Wochenende durch den globalen Raum flog. Und apropos globaler Raum, wir werden heute sehr vertiefend auf ein Thema eingehen, das wahrscheinlich viele von euch interessiert und zwar sehr interessieren dürfte, denn es scheint so sein, dass die globalen Pläne der sogenannten Philanthropen und wie sie sich gerne selber nennen, Elite, nicht mehr so zustande kommen können, wie man sich das vorgestellt hat. Es geht ein allgemeines Zittern los. Es gibt Panik und es gibt auch immer wieder jetzt das mutige Pfeifen im dunklen Wald, womit man sich selber Mut zusprechen will. Denn, das werden wir nachher alles behandeln. Jetzt kommen wir erstmal zu der Auftaktmeldung, Andreas, vom Wochenende. Es hieß also in verschiedenen Zeitungen auf der ganzen Welt, in den ganzen Internetportalen, Russland hat zum ersten Mal eine neue Hyperschallrakete eingesetzt und will ein Raketenarsenal in der Ukraine zerstört haben. Während also die westliche Welt sich um Gender Mainstreaming, Cancel Culture, diverse Politik und ich weiß nicht was alles gekümmert hat, hat offenbar der böse Ivan ganz heimlich so etwas wie Hyperschallraketen und weiteres entwickelt und hat jetzt offenbar alle überrascht. Gut, bevor man sich mit dieser Hyperschallrakete, die ja mit Mach 10 fliegt, also der zehnfachen Schallgeschwindigkeit, vielleicht nochmal ganz kurz, worum geht es eigentlich bei diesen Waffensystemen? Bei verschiedenen wie industriellen Revolutionen gibt es auch militärische Revolutionen. Bei dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel, da war es das Maschinengewehr, was man entwickelt hatte. Und man hat dann relativ schnell festgestellt, dass das entscheidend war für den Gewinn eines Krieges. Ab dem Moment hat man dann auch andere Uniformen getragen. Bis dato ging man noch mit roten oder blauen Uniformen stolz in den Krieg und war natürlich auch eine sichtbare Zielscheibe. Man lernt ja, bis man dann eben halt in ein Grau, einen eintönigen umgewandelt hat. Beim Zweiten Weltkrieg waren es sehr schnelle Panzer. Das war der Vorteil damals militärisch gesehen Deutschlands, weil als beispielsweise die Panzer in Polen eingefahren sind, hatten die Polen teilweise noch berittene Garnisonen, die also auf Pferden unterwegs waren und da waren die natürlich gegen die Panzer machtlos. Man mag sich das Massaker überhaupt nicht vorstellen, was da auch mit den Tieren passiert ist. Aber das ist eine andere Sache. Rommel beispielsweise ist durch einen Teil durch Frankreich gefahren mit extrem schnellen Panzer und man konnte das gar nicht so schnell sehen. Also die Geschwindigkeit spielt eine große Rolle. Dann kam hier, ich mache es ganz kurz, der Kalte Krieg. Da ging es um die Frage konventioneller Krieg, wie mit Maschinenpistolen, mit Panzern, mit Bomben und so weiter. Und dagegen stand dann der Nuklearkrieg, der ja auch immer so wie ein Damoklesschwert über der Menschheit hängt. Und nur ist es immer relativ schwierig, zwischen diesen beiden Extrembeispielen da klarzukommen. Und durch die sogenannte Hyperschallrakete haben die Russen quasi eine Art Zwischenebene
eingebaut. Das heißt, diese Hyperschallrakete, die hat einen militärischen Vorteil. Ich halte von destruktiven Systemen ja grundsätzlich nichts, das ist logisch, aber aus militärischer Sicht ist sie einfach extrem schnell. Und das, der Vorteil von dieser Waffe ist, dass sie nicht abzuwehren ist, weil alle anderen Raketen, mit denen man diese Hyperschallrakete abschießen wollte, kommen einfach nicht hinterher, weil die schlicht und ergreifend schneller ist und den anderen Waffensystemen davonfliegt. Und an der Stelle hat tatsächlich die westliche Welt diese militärische Entwicklung verschlafen und ist jetzt natürlich geschockt. Jetzt gibt es einige Generäle und sagen, na nein, von der Flugrichtung her, das waren gar keine Hyperschallraketen, das war irgendwas anderes. Aber unterm Strich gesehen sind die Dinger eben halt da. Und wir sehen ja, dass bisher Putin bei seinem Ukraine-Konflikt überhaupt noch gar keine hochmodernen Waffen eingesetzt hat, sondern er lässt ja momentan seine uralten Panzer noch durch die Gegend fahren. Das ist ja fast schon eine Art Verschrotten seines alten Kriegsmaterials, was da stattfindet, was man auch mit Kritik sehen muss. Das möchte ich auch ganz klar sagen, denn die Soldaten in diesen wirklich schwierigen Geräten, in diesen veralteten Techniken, sind zum Beispiel dem Drohnenkampf ausgeliefert. Denn die Türkei liefert Drohnen an die Ukraine und die Ukraine arbeitet mit Drohnen. Und da fallen wirklich sehr viele russische Soldaten auch in diesem Augenblick. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie Putin reagieren wird, aber alle wissen natürlich, dass er ganz klar über diese Hyperschallraketen verfügt. Es sind noch andere Dinge im Köcher. Es gibt auch Unterwasserraketen, das sind dann die sogenannten Poseidon-Modelle, mit denen man beispielsweise ganz langsam und leise, unerkannt für den Gegner theoretisch durch den gesamten Atlantik unter Wasser Atomsprengköpfe transportieren könnte, direkt vor Feindeslinie. Und das sind natürlich schon dramatische Geschichten. Also wir sehen, dass hier der Westen, wie du schon gerade richtig sagtest, die militärische Entwicklung völlig verschlafen hat. Die Bundeswehr hat noch nicht mal Aufklärungsdrohnen, also nicht mal, also die Dringer, die fliegen mit einer Kamera unten dran, hat die SPD damals gesagt, nein, nein, sowas brauchen wir nicht. Also das ist natürlich wirklich dann ganz schlimm und lächerlich, was da die Bundeswehr abgeleistet hat. Aber das ist momentan so die Lage der Dinge. Ja, und ich habe es vorhin schon eingangs gesagt, während man in Europa jahrelang eine Krippenministerin oder wie du neulich gesagt hast, das ist natürlich satirisch gemeint, ganz klar und nicht etwa despektierlich, eine Häkelministerin ins Bundesverteidigungsministerium als oberste Wortgeberin eingesetzt hat. Wo dann Wickeltische in Panzern unter anderem entwickelt werden sollten, Andreas, ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht für alle diejenigen, die sich um diese Dinge gekümmert haben, wenn dann währenddessen auf der anderen Seite ganz strategisch und zielorientiert entwickelt wird. Ja, das sieht man ja, dass das Verteidigungsministerium jetzt in den letzten zig Jahren mittlerweile, zum Beispiel in den Jahren des Krieges in der Ukraine, vielleicht noch mal zur Erinnerung, der Krieg in der Ukraine, das war vorher ein interner Krieg, hat ja 2014 begonnen. Es wird ja immer so fast dargestellt, als ob am 24. Februar der Krieg in der Ukraine losging. Der ging schon vorher los mit Bomben, mit Militär, mit Erschießungen, mit Mordungen und so weiter. Das heißt, es ist lediglich eine neue Qualität am 24. Februar reingekommen, weil ein Externer, in diesem Fall Russland, in diesen Krieg eingegriffen hat und die Medien natürlich über diese Geschichte ungern berichten. Man beginnt eigentlich immer gern da mit der Ursache, wo es einem am besten passt und ignoriert dann die Vorgeschichte, die eigentlich da war. Zigtausend Menschen sind gestorben zwischen 2014 und dem Eingriff der Russen. Auch das sollte zwischendurch einfach mal erwähnt werden und die Spiele eben, die da auch vorweg waren. Und Lavrov hat da übrigens auch eine sehr interessante, ein Interview gegeben in den russischen Medien selbst. Übrigens nicht bei RT oder sonst was, sondern bei ganz normalen russischen Medien und hat dazu auch Stellung genommen.
Ja, und wolltest du was sagen dazu, was er gesagt hat im Einzelnen, der Herr Lavrov? Ja, natürlich gerne. Also er hat zum Beispiel Stellung genommen zu dem Thema auch, dass die westlichen Kollegen gerne die unerwünschten historischen Perioden auslassen. Da ging es um die Situation der Ukraine und da ging es dann darum, dass er sagte, für den Westen beginnt die Geschichte in der Ukraine mit der Annexion, der sogenannten Annexion der Krim. Wir wissen durch Verfassungsrechtler, dass es keine Annexion war, sondern eine Separierung, das heißt eine Sektion. Das gibt es, die Möglichkeiten. Und alles begann also damit, laut Lavrov, dass die EU nicht auf der Umsetzung des von ihr garantierten Abkommens bestand. Also das ist wichtig. Im Grunde genommen hat die Opposition die Vereinbarung komplett verworfen. Die Führer der Opposition und des sogenannten Maidan, wie die Radikale, wie der Jarosch sagten, sie stünden für eine Ukraine ohne Russen. Das war die Voraussetzung. Also man wollte die Ukraine entrussen oder entrussifizieren. Das ist schon eine harte Aussage. Und er sagte, dass die Russen auf der Krim niemals auf ukrainisch denken und niemals Helden verherrlichen. Womit er, das ist jetzt die wörtliche Rede von Lavrov, nämlich diesen Tschuchewitsch oder so ähnlich, Bandera und andere Kollaborateure von Hitler meinte. Also das bedeutet, Lavrov sagte, dass die Ukrainer eben ganz massiv gegen die Russen vorgegangen sind auf der Krim. Und damals war es so, dass auf der Krim von der Ukraine aus gesagt wurde, deshalb ist es notwendig, die Russen von der Krim zu vertreiben. Und diese Worte wurden einige Wochen vor der Entscheidung der Krimbewohner besprochen, ein Referendum abzuhalten. Und diese wurden mit Taten untermauert. Bewaffnete Gruppen wurden entsandt, also von der Ukraine auf die Krim, um den obersten Rat der Krim zu besetzen. Und so hat alles angefangen, das sagt Lavrov. Bereits am ersten Tag nach dem Staatsstreich beschlossen die Putschisten, dem Russischen den offiziellen Status als Staatssprache zu entziehen, der also in der ukrainischen Verfassung verankert war. Also man möchte ganz klar sagen, dass man auf der Krim und in der Ukraine dann die russische Sprache angefangen hat zu verbieten. Und eigentlich sprechen dort alle Ukrainer Russisch oder verstehen es zumindest. Und das sind natürlich Voraussetzungen. Und das ist nach Lavrov gewesen die Grundvoraussetzung, warum überhaupt die Krim sich separiert hat, weil sie in ihrer eigenen Art weiterleben wollten, auch mit ihrer Sprache und mit ihrer eigenen Historie. Und das lässt der Westen eben geflissentlich weg. Das ist ganz klar das, was Lavrov hier erzählt. Also das heißt, man will die eigene Tradition und Identität erhalten, die russische Wurzeln hat und jedenfalls von Russlands Seite aus. Und da ist eben genau Gegenreaktion auf westlicher bzw. ukrainischer Seite. Wie du es gerade gesagt hast, es wird in den westlichen Medien nicht nur geflissentlich weggelassen, sondern gar nicht erwähnt, sondern es wird unisono draufgehauen auf den bösen Iwan und alle Russen und russischen Menschen, die ihre Wurzeln dort haben und die seit Generationen in Deutschland oder anderen westlichen Ländern leben, die werden in Sippenhaft genommen und, wenn man das jetzt genau hört, ja in eine ungerechte Sippenhaft. Sippenhaft ist immer falsch, weil ja jeder Mensch für sich alleine steht mit seinem freien Willen und sich so rum oder so rum entscheiden kann und man nicht sagen kann, weil eine Ethnie jetzt herausgegriffen wird, dass alle schlecht sind. Das ist ja zum Beispiel Kritikern versagt worden, als man sich äußern wollte 2015, als sehr viele afrikanische und arabische Einwanderer nach Europa kamen, vor allem nach Deutschland. Da sollte und durfte man, da hat der Mainstream großen Wert drauf gelegt, nicht alle über einen Kamm scheren. Es durften, und das war auch richtig so, nicht alle als
ungebildet oder eben kriminell oder sogar gewalttätig deklariert werden, sondern da sind dann heftige Strafen auch ausgesprochen worden. Und eigentlich müsste das ja jetzt in diesem Fall umgekehrt genauso Richtigkeit haben. Ja, natürlich müsste es das. Aber diese Differenzierung findet ja nicht mehr statt, sondern es wird in Schwarz-Weiß gemalt. Und wenn man sieht, dass in der Ukraine, die ja ein Vielvölkerstaat ist, die ja wie ein Spielball immer wieder hin und her geschossen sind. Also ich finde das interessant. Du hattest heute auf deiner Seite ein Interview von 2014 von Richard David Precht gebracht, wo er in einer wirklich ganz klaren und ordentlichen Argumentation einmal die Ukraine beschrieben hat. Und das fand ich sehr gut und wichtig, ist mir ganz wichtig, an der Stelle etwas sehr Gutes und Konstruktives über Richard David Precht zu erzählen, weil es gibt viele Dinge, mit denen ich nicht einverstanden bin. Aber er ist ein intelligenter Mann, überhaupt keine Frage. Und das hat er hervorragend zusammengefasst. Und wenn dann beispielsweise nach dem Maidan, nach der Orangenen Revolution, und wir wissen alles, jeder weiß es, dass dort westliche Einflüsse zugeführt haben, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen, und dass diese Revolution dazu führte, dass eine Russenphobie aufgebaut wurde und dieses Land ganz bestimmt in eine Richtung gesteuert wurde. Und da spielt wieder das Intermarium-Konzept eine Rolle, also die Trennung zwischen Asien und Europa, haben wir oft drüber gesprochen. Ich will es nicht zu sehr verkomplizieren, aber all diese Dinge sind natürlich bekannt. Und seitdem ist natürlich ein Widerstandskampf der Bewohner, der russischen Bewohner, deren Parteien, die ihre Interessen zum Beispiel vertreten haben, verboten wurden. Die Sprache wurde verboten. All diese Dinge spielten eine Rolle und dann begann der Krieg. Und dieser Krieg ging darin aus, dass die westlich orientierten Bereiche natürlich stärker waren, die waren mit Waffen auch entsprechend ausgestattet und haben dann einen sehr starken Kampf und einen mit Bomben und so weiter gegen die Ostukraine eben geführt. Das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Ja, danke für diese Ausführungen. Und es geht natürlich nicht nur um die Versorgungslinien, Intermarium-Konzept, Seidenstraße und so weiter, sondern es geht jetzt, und das wird immer deutlicher, um die neue Weltmachtrolle. Und Putin hat offenbar einigen Globalisten mit diesem Angriffskrieg in der Ukraine, die Gründe haben wir gerade hier nochmal gehört, das ist die russische Sichtweise, wir haben das aus Artikeln, die übersetzt wurden, die nicht von den russischen Staatsmedien kommen, sondern vereinzelte Portale gewesen sind. Und hier wurde eben ganz klar und deutlich, dass es Gründe gab, die sich in den westlichen Medien und Informationen nicht widerspiegeln, die Russland dazu bewegt haben, zu diesem Angriff. Eventuell noch andere. Wir haben vor 2 Wochen berichtet circa über US-Biolabore, die in der Ukraine zu Dutzenden offenbar arbeiten, an irgendwelchen gefährlichen Krankheiten, Bakterien und Viren und Mikroben. Auch da scheint es mehr Hintergründe zu geben, als es in den westlichen Medien dargestellt wird. Man kann noch nicht so viel konkreter darüber reden, weil vieles noch im Werden ist, im Verborgenen ist. Aber ich komme gleich noch zu einer weiteren wirklich wichtigen Informationen in diesem Zusammenhang. Du hattest aber gerade noch einen Beitrag. Naja, es ging kein Beitrag, aber zu diesem Interview mit Lavrov, der ganz deutlich auch gemacht hat, dass er offenbar über unglaublich viele Informationen über US-geführte Biolabore auf der gesamten Welt verfügt. Und nicht nur in der Ukraine, wo die Biolabore, die US-gesteuert waren, offenbar aufgeflogen sind. Die Daten sind da. Und ich denke mal, das klang so, als ob er in Kürze mit diesen Daten auch rausgehen wird. Sie sind geächtet, diese biologischen Waffen. Und wenn sich jetzt herausstellt, dass diese
Labore und wir hören ja momentan auch die Geschichte mit den beiden, auch mit dem Hunter Biden, der ja auch eine Rolle spielte, eine sehr starke dort in der Ukraine. Übrigens haben wir über dieses Leben und diese Verwerfungen der Bidens, besonders dem Hunter Biden, schon bereits vor 2 Jahren berichtet, mit Bildern unterlegt, mit allen drum und dran. Alles haben wir natürlich nicht gezeigt. Jetzt ist übrigens auch die Mainstream-Presse soweit, 2 Jahre später, und es wird als Top-Meldung verkauft, was man jetzt alles über den Hunter Biden herausbekommen hat. Und man fragt sich, wie kann es sein, dass die Massenmedien so lange dafür brauchen? Und da stellt sich für mich eigentlich nur eine Antwort, die für mich logisch wäre, weil man noch nicht die Fakten geschaffen hat, die laut Plan vorgesehen waren. Wie soll ich es anders bemerken? Denn wenn ich sehe, mit welchen bescheidenen Mitteln wir hier unseren kleinen Kanal hier betreiben, und wenn ich dann sehe, über welche unglaubliche Mengen, finanziert durch NGOs, Philanthropen, Regierungen und so weiter, und natürlich auch noch ein paar Abonnenten, die das Zeug noch abonnieren, aber dass da beispielsweise man nicht in der Lage ist, herauszubekommen, ob diese Daten echt oder unecht sind. Also man kann nur hier vermuten oder mutmaßen, dass hier bewusst Informationen zurückgehalten werden, bis solche großen Schäden eingetreten sind, dass sie nicht mehr reversibel sind. Und das ist das, was ich so verurteile. Es ist nicht nur das, was man verurteilen kann, sondern wir sprechen ja auch oft darüber, Andreas, dass man jetzt gerade seine innere Stimme ein bisschen schärfen lernen kann, indem man auch mal in sich hineinhört, was ist für mich logischer, was fühlt sich richtiger an? Ist es die Tatsache, dass Frau Baerbock jetzt vor der Presse verkündet, dass neue Sicherheitsstrategien für Deutschland erarbeitet werden und sie also sagt, bei Fragen von Krieg und Frieden könne Deutschland aufgrund seiner Geschichte nicht neutral sein und deswegen erarbeite ihr Ministerium eine neue nationale Sicherheitsstrategie, die zur neuen sicherheitspolitischen Wirklichkeit passen soll. Als ich das vorhin gelesen habe, da haben sich meine Haare aufgestellt und ich habe gedacht, Himmel, das Kind will jetzt eine sicherheitspolitische Strategie erarbeiten. Ja, das ist natürlich absurd. Das wissen wir natürlich alle und das wissen auch alle im Ministerium des Außenbereiches, denn sie hat ihren Zettel abgelesen. Davon können wir einfach mal ausgehen. Aber das, was man ja auf den Zettel geschrieben hat und was sie vorgelesen hat, vermutlich fehlerfrei, ist schon wichtig. Gerade in Anbetracht der deutschen Geschichte und des Bewusstseins ist es extrem wichtig, in welche Dinge man sich hineinlässt und wo man mitmischt und wo nicht. Und deshalb sind diese vielen Aussagen über rechtsextreme Tendenzen in der Ukraine, die Sovoba-Partei, also eine ultra-rechtsextreme Partei, die offiziell eben am Mitmischen ist, und die Bilder, die wir gesehen haben von Menschen, die also Hitlers Schergen mehr oder weniger gut geheißen haben und diejenigen, die diese Vorgänge gut heißen, dann wieder mit dem Kiewer Bürgermeister Klitschko gemeinsam abgelichtet werden und mit Zelensky, spätestens dann muss die Alarmglocke hochgehen, und zwar unabhängig davon, ob es jetzt stimmt oder nicht, aber zumindest muss eine Prüfung durchgeführt werden. Mit äußerster Akribie unterstütze ich einen Staat, in dem diese Aussagen offenbar nicht verebben wollen, und das spricht dafür, dass was dran sein kann. Und wenn dann sich herausstellt, dass dort Denkmäler von irgendwelchen Nazi-Größen des Dritten Reiches dort existieren, beispielsweise Kollaborateure oder beispielsweise eben Straßen benannt werden in der Ukraine nach Nazi-Größen aus Deutschland oder den entsprechenden Sympathisanten aus der Ukraine, spätestens dann muss sich Deutschland der Geschichte bewusst sein. Und wenn ich das dann sehe, was hier abläuft, dann wird einem wirklich komisch. Und wenn wir kritisch sind, dann nennt man das Antisemitismus. Was ist das eigentlich, was Frau Baerbock da macht? Das könnte sich nämlich sehr schnell zum antisemitischen Boomerang entwickeln, der dann vom deutschen Außenministerium ausgeht. Die Svoboda-Partei ist es. Und das, was du hier gerade ausgeführt hast, zu diesem Thema hat sich nicht nur der israelische Historiker Harari geäußert, auf den wir gleich kommen werden, denn viele von euch haben hoffentlich das Video gesehen, das wir gestern eingestellt haben. Das hat fast 16 Minuten und wir kommen auf das Video, auf den Inhalt auch gleich zu sprechen, weil
dieses Video ein ganz klares Zeichen dafür ist, beziehungsweise die Aussagen von Herrn Professor Harari, der die rechte Hand von Klaus Schwab ist, der also für den WEF sozusagen die Strategien entwickelt für die digitale Identität, für die künstliche Intelligenz, die sozusagen unsere natürliche Intelligenz übernehmen soll, für den Chip, der den Leuten ins Gehirn gepflanzt werden soll, wenn es nach Schwab und Co. geht. Und dieser Harari ist also einer der Chefstrategen dort. Und das, was er geäußert hat in seinem mehreren Vorträgen in den letzten Tagen aufgrund des Eingriffes Russlands in die Ukraine, das zeigt ganz deutlich, dass wir hier konfrontiert werden mit Sorge und Panik des Systems. Und zwar, und danach kommen wir zu einer Aussage von Joschka Fischer, dem ehemaligen Außenminister Deutschlands und Grünen-Chef und was er nicht alles war. Und zwar ist das offenbar ein Themenkomplex, der jetzt doch den Menschen, die da oben an den Hebeln sitzen und immer ganz selbstbewusst gewesen sind, richtig Kopfzerbrechen bereitet. Also, ich fange mal an mit Herrn Harari, was er in diesem Video unter anderem gesagt hat. Es ist nicht ein Video, sondern es ist ein Zusammenschnitt mehrerer Aussagen von ihm. Und zwar jetzt nach dem Russland-Kriegsbeginn und vorher, wie er also sehr selbstbewusst die Pläne bekannt gegeben hat, da vor hunderten Zuschauern im WEF, die da alle andächtig damals noch ohne Maske seinen Worten gelauscht haben, wie man sich, und das sind wortwörtliche Zitate, da kommen wir gleich drauf, von Gott abwendet, weil Gott existiert nicht und wir Menschen jetzt selber gottähnliche Wesen werden. Und das ist natürlich eine Hybris, in die er sich da mit seinen Leuten, mit diesem elitären Zirkel hineingeschraubt hat. Das ist ganz klar, dass sie das natürlich auch stürzen lassen wird. Und die ersten Anzeichen dafür, die sind jetzt da. Also er spricht darüber, der Herr Harari, dass durch diesen Krieg jetzt plötzlich eine Geldverschiebung kommt. Also er hofft natürlich, dass alle da gut durchkommen durch diesen Krieg. Und das muss man auch natürlich sagen. Aber er sagt dann ganz erschrocken, dass innerhalb von wenigen Tagen Deutschland seinen Militäretat durch diesen Kriegseintritt Russlands an einem Tag verdoppelt habe. Also eigentlich sind sie dem jetzt nachgekommen, was US-Präsident Trump seinerzeit von Deutschland gefordert hatte, wo Angela Merkel sich abgewendet hatte und gesagt hat, nee, das machen wir nicht, wir verdoppeln keinen Militäretat. Und Harari sagt, ja, das ist ja eigentlich auch ganz richtig, dass die Budgets verdoppelt werden. Früher hätte man 50%, die Kaiser und Könige hätten 50% ihrer ganzen Gelder nur für militärische Strategien eingesetzt. Aber jetzt ist natürlich es schwierig für alle Menschen auf der Welt, weil er sagt, alle Menschen, alle Länder werden unter diesem Krieg leiden. Denn jetzt gibt es, weil das gesamte Geld in Raketen und Panzer fließt, weniger Gesundheitsversorgung. Es gibt vielleicht keine Lösung für den Klimawandel, weil das Geld in Panzer fließt. Und so gesehen, das sind jetzt wörtliche Zitate, auch wenn sie in Australien leben, auch wenn sie in Brasilien leben, sie werden also in Form von schlechterer Gesundheitsversorgung die Auswirkungen des Krieges spüren, eine sich verschlimmernde Wirtschaftskrise. Und er sagt, wir stehen doch jetzt an der Schwelle, wir sind eigentlich schon mittendrin eines neuen technologischen Wettrüstens in Bereichen wie der künstlichen Intelligenz. Und wir brauchen eine globale Einigung darüber, wie die künstliche Intelligenz reguliert wird und die schlimmsten Szenarien verhindert werden. Wie können wir ein globales Abkommen über künstliche Intelligenz erreichen, wenn wir einen neuen kalten bzw. heißen Krieg haben? Auch in diesem Bereich werden sich also alle Hoffnungen
das Wettrüsten der künstlichen Intelligenz zu stoppen, in Rauch auflösen, wenn dieser Krieg weitergeht. Er sagt also, jeder wird die Konsequenzen in vielerlei Hinsicht spüren. Wir werden unsere neuen Überwachungstechnologien, die schon eingesetzt werden, um den Ausbruch des Coronavirus zu bekämpfen, die werden wir dann eventuell gar nicht mehr so einsetzen können, wie wir das geplant haben. Ja, und wenn man diese Worte liest und ihn vorher nie gekannt hat, dann kann man ihm sogar einige Dinge abnehmen, indem man sagt, wow, da sind bestimmte Dinge sogar klar. Er spricht dann natürlich wieder von dem Narrativ des Klimawandels und all dieser wichtigen Dinge, die uns jetzt erwarten. Das heißt, unsere Klientel würde relativ schnell erkennen, dass es sich hier um eine kritische Situation handelt, die man nicht so einfach sehen kann, wie er das gerne darstellt. Sondern es geht darum erst einmal, dass er den Menschen entmenschlicht. Das ist eben wichtig, weil er glaubt ja selber und das ist wichtig. Und an der Stelle möchte ich mich bedanken bei einer Studentin, die eine Diplomarbeit geschrieben hat und die uns Informationen über den Great Reset, über das World Economic Forum und auch über deren Zusammenhänge mal dargestellt hat. Und die sind damit eingeflossen in dieses Video, ein paar Informationen, nämlich über den Hintergrund auch. Wer ist dieser Mann eigentlich, den wir dort gehört haben? Und wenn wir uns mit diesem Menschen beschäftigen, dass er sagt, der Mensch ist selbst göttlich, kann selbst schöpferisch tätig sein, kann selbst erschaffen, dann wird das eben halt sehr komisch. Und insofern lassen sich im zweiten Teil dieses Videos, ich hole deshalb so aus, weil dieses Video aus meiner Sicht historisch ist. Für mich ist es ein historisches Video, was auf unserer Seite gestern gemacht wurde von unserer Redaktion in USA. Und hier werden Zusammenhänge dargestellt über den Great Reset, den man vorhat. Und vor allem, was wir jetzt erkennen aus diesem gesamten Zusammenhang, dass dieser Great Reset in einer extremen Gefahr ist, nicht so umgesetzt zu werden durch Einfluss von Putin und durch diesen Einfluss dieser Kriege und der kompletten Machtveränderung dieser gesamten Welt, die vor uns liegt. Und da ich das als sehr gute Nachricht empfinde, ich persönlich, ich mag ja nur meine Meinung hier dazu geben, da muss ich ehrlich sagen, ist das wichtig, dass wir über dieses Thema genauer sprechen. Nun gibt es natürlich wieder andere, die so denken, dass sie sagen, naja, vielleicht gehört der Putin ja zum großen Plan dazu. Er war ja da auch beim WEF und hat sich auch geäußert dazu. Und es kann ja sein, dass die sozusagen über Bande spielen, damit sie ihren Plan doch durchsetzen können. Gut, es gibt sogar Leute, die über uns sagen, dass wir dazugehören und irgendwie hintenrum noch finanziert werden und so weiter, weil man zum Beispiel bestimmte Dinge auf YouTube von uns nicht löscht. Also erstmal ist es so, es sind schon viele Dinge von uns gelöscht worden und wir sind natürlich sehr vorsichtig gegenüber dem, was wir auf YouTube reinstellen. Das ist also auch eine ganz wichtige Grundlage. Und daraus abzuleiten, wenn etwas nicht gelöscht wird, stopp. An den Taten muss man die Menschen messen, an den Taten, was sie tun. Und wenn manchmal aus Eigenschutz bestimmte Dinge eingebracht werden. Wir lassen auch konträre Meinungen zu, sogar von hochrangigen Wissenschaftlern, die in unserem Namen auftreten und ganz klar auch bestimmte Meinungen sagen und eine entsprechend andere Meinung zu diesem Ukraine-Konflikt haben. Auch das ist uns wichtig, dass wir diese Dinge zulassen, denn wir appellieren an Intelligenz, nämlich die Intelligenz unserer Zuhörer, die selbst entscheiden sollen, in welche Richtung sie gehen wollen. Ja, das ist dieses innere sich anhören, die innere Stimme vernehmen und selber für sich zu entscheiden und das auch jetzt endlich zu lernen, weil die Gelegenheit absolut perfekt dafür ist, sich sein eigenes Bild zu machen. Aber ich nehme mal an, dass die allermeisten, die hier im Kanal vertreten sind und sich auch die Podcasts anhören, das längst tun, sonst wären sie nämlich hier gar nicht gelandet. Also die haben das auch ohne uns schon geschafft, diesen Weg zu finden und trainieren jetzt weiter, wie wir das auch jeden Tag neu trainieren. Aber nochmal, wir kommen nochmal zu Putin. Andrea, ich frage dich zu Putin und du redest über uns. Ja, okay, was soll ich jetzt sagen? Ja, also auf jeden Fall, du hast aber einen wichtigen Satz gerade genannt. An ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Und wenn man sich ansieht, was Putin in seiner Politik für die Menschen in seinem Land entscheidet, beziehungsweise er und sein Team, es ist ja nicht nur er, es ist eine Haltung,
dann kann ich nur sagen, ich beobachte seit fast 20 Jahren die, nein, seit fast 10 Jahren, Entschuldigung, die Familienpolitik Putins oder beziehungsweise auch Russlands. Medvedev hat ja diese Politik auch durchgezogen, nämlich Aufbau für die Familien, Unterstützung der Familien, dass Mütter bei ihren Kindern zu Hause bleiben können, aber eben auch, was wir neulich schon mal eingestellt hatten, dass Russland seit 2016 alle genmanipulierten Produkte verboten hat. Es darf kein Monsanto auf den Feldern ausgebracht werden. Es dürfen keine genmanipulierten Produkte angeboten werden. Man darf sich in diesem Zusammenhang fragen, was haben die da eigentlich gegen Corona verimpft, wenn Genmanipulationen an Natur und Lebewesen verboten sind? Ist auch eine Frage, über die man wirklich mal ein bisschen genauer nachdenken könnte. Und also das sind die Taten, die wir dort sehen. Und dieses ganze Gender-Neusprech, Cancel-Culture ist ebenfalls verboten. Das heißt, wenn wir jetzt nur alleine auf die Faktenlage gehen, an den Taten sollst du sie erkennen, dann sind das völlig andere Taten dort als im Westen. Absolut. Und jetzt werden natürlich einige sagen, ja, aber Putin war beispielsweise beim WEF in Davos und hat dann mit Klaus Schwab gesprochen. Stimmt. Dann gibt es da noch die Sberbank, die mit in der künstlichen Intelligenz ganz aktiv tätig ist. Stimmt auch. Die Frage ist, auch in Russland, genau wie in USA, können wir nicht einfach nur sprechen von einer monotonen Politik, die gemacht wird von einem oder von einer Richtung, sondern auch dort gibt es Kräfte. Auch Russland ist massiv unterwandert von unglaublich vielen Kräften, Geheimdiensten, von denjenigen, die versuchen wollen, das Land von innen zu zerstören, aufzureiben. Das ist die heutige Kriegsführung. Die läuft psychologisch statt. Früher war es so, dass 50% der Wirtschaftskraft, das ist völlig richtig gesagt worden, bei den Kaisern und bei den Fürsten in die Rüstung reingegangen ist. Heute sind es nur noch 3% oder 6%. Das hängt damit zusammen, dass die heutige psychologische Kriegsführung die militärische weitgehend ersetzt hat. Die Menschen werden schon im Vorfeld zerrieben durch geheimdienstliche Aktivitäten. Und in jedem Staat gibt es unglaublich viele Strömungen, die untereinander in den Führungszirkeln kämpfen. Aus diesem Grunde ist es aus meiner Sicht auch so wichtig, uns den Regionalprinzipien wieder zuzuwenden. Denn je zentraler eine Regierung ist, je größer sich alles auf einen Punkt konzentriert, desto einfacher ist, diese Struktur auch umzuwandeln. Genau dasselbe, was wir im Weißen Haus haben, haben wir natürlich auch im Kreml. So, und jetzt kommen wir mal zu Herrn Harari zurück, zu diesem Historiker, der meines Wissens nach auch Biologe sein soll. Er sagt wörtlich, neue Überwachungstechnologien, die jetzt eingesetzt werden, um den Ausbruch des Coronavirus zu bekämpfen. Es wird eine zweite Welle von Corona geben, also hellsichtig ist er auch. Deshalb müssen wir vorbereitet sein und es gibt Ebola und es gibt auch die normale Grippe. Warum schützen wir die Menschen nicht auch davor mit unserem neuen Überwachungssystem? Die Tendenz würde also dahin gehen, sie auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Und das ist auch der Moment, in dem die Überwachung wörtlich wirklich unter die Haut geht. Also was das bedeutet, wissen wir auch alle. Er hat das nicht weiter ausgeführt, aber hier ist natürlich von dem Chip die Rede. Und er sagt, Regierungen sind jetzt nicht nur daran interessiert, wo wir hingehen, wen wir treffen, sondern auch daran, was in unseren Körpern vorgeht. Es heißt oft, man solle niemals eine gute Krise umsonst verstreichen lassen, denn eine Krise ist eine Chance für gute Reformen, denen die Menschen in normalen Zeiten niemals zustimmen würden. Aber in einer Krise haben wir keine Chance, also lasst es uns tun. Und er spricht dann über die Überwachung, dass man in 100 Jahren zurückschauen würde und in der Corona-Epidemie den Moment des Wechsels erkennen würde, in dem dieses neue Überwachungsregime in Kraft getreten ist.
Und er sagt wörtlich, wir sind wahrscheinlich eine der letzten Generationen des Homo sapiens. Innerhalb von einem oder zwei Jahrhunderten wird die Erde von Wesen beherrscht werden, die sich stärker von uns unterscheiden, als wir von den Neandertalern oder Schimpansen unterscheiden. Denn in den kommenden Generationen werden wir lernen, wie man Körper, Gehirne und Verstand konstruiert. Wie genau werden die zukünftigen Meister des Planeten aussehen, fragt er dann. Dies wird von den Personen entschieden, denen die Daten gehören. Diejenigen, die die Daten kontrollieren, kontrollieren nicht nur die Zukunft der Menschheit, sondern die Zukunft des Lebens selbst. Denn Daten sind heute das wichtigste Gut der Welt. Und dann sagt er weiter, das ist ein Vortrag vor dem Russlandkrieg gewesen übrigens, da war er noch sehr selbstbewusst. Und er sagt, wenn zu viele der Daten in die zu wenigen Hände konzentriert werden, wird sich die Menschheit spalten, nicht in Klassen. Sie wird sich in verschiedenen Spezies aufspalten. Und dann spricht er über Biologie und Rechenleistungen, womit man dann den Körper, das Gehirn, das Leben hacken kann. Und Sie können mich besser verstehen, sagt er, als ich mich selbst verstehe. Sie können sogar meinen Persönlichkeitstyp herausfinden. Meine politischen Ansichten, meine sexuellen Vorlieben, meine seelischen Schwächen, meine tiefsten Ängste und Hoffnungen. Sie wissen mehr über mich, als ich über mich selber weiß. Und das können Sie natürlich nicht nur mit mir, sondern mit allen tun. Und dann resümiert er, ein System, das uns besser versteht, als wir uns selbst verstehen, kann unsere Gefühle und Entscheidungen vorhersagen, kann unsere Gefühle manipulieren und letztlich die Entscheidungen für uns treffen. Ja, und wenn man diese wirklich erschreckenden Worte hört, die vor wenigen Jahrzehnten in einem James Bond noch als der Böse bezeichnet wurden, wenn ein Psychopath die gesamte Erde für sich vereinen und entwickeln will. Psychopath. Dann erkennt man hier nämlich genau eine schwere Psychose aus meiner Sicht, in dem ein Mensch andere entmenschlichen will. Er selbst will also Unmenschen produzieren. Und das kann man nur, wenn man selbst ein Unmensch ist. Wie krank muss man sein, wenn man sich von der göttlichen Schöpfung, von der wirklichen Schöpfungsstruktur dermaßen wegentwickelt, abentwickelt hat und in einer dermaßen dunklen Form argumentiert. Und ich möchte nochmal ganz deutlich sagen, es handelt sich hier nicht um irgendeinen Verschwörungstheoretiker, sondern um einen Menschen der Führungsebene des World Economic Forum, wo beispielsweise auch eine Frau Baerbock oder verschiedene andere Politiker, die heute an der Macht sind oder an der Macht sein wollen, zur Schule gegangen sind. Das sind also, wenn man sich diese Reden anhört von diesem Herrn, der das da gesagt hat, was du gerade so vorgetragen hast, das ist ja originalwörtliche Rede. Das ist nicht irgendwo, dass er das allein in ein Mikrofon auf YouTube verteilt hat, sondern er hat auf einer Bühne gestanden vor Hunderten von Leuten, die ihm gebannt zugehört haben. Wirklich gebannt. Und das waren nicht irgendwelche Psychopathen, die da gesessen haben, sondern offenbar irgendwelche führenden Personen aus Politik und Wirtschaft. Das ist die Welt, in der wir leben. Und zu diesem Kreis gehören natürlich auch Leute wie Christian Lindner, wie Angela Merkel, wie Ursula von der Leyen, wie Cem Özdemir, wie Annalena Baerbock und viele, viele mehr, die in diesen Zirkeln mit sind und jetzt in den Regierungen sitzen und die Entscheidungen zumindest bekannt geben, sagen wir mal so. Und wir gehen deswegen so nachdrücklich in dieses Thema hinein, weil uns das in der nächsten Zeit beschäftigen wird. Und wir betrachten es heute, die heutige Sendung, als eine Grundlagensendung, um dieses Thema jetzt verschärft in den Blick zu nehmen. Warum? Weil es das Thema überhaupt ist. Weil es nämlich der Kampf zwischen Licht und Dunkel ist. Und weil wir jetzt beobachten, wir werden sozusagen Beisitzer am jüngsten Gericht und beobachten können, wie das Dunkel langsam zu kippen beginnt, weil das Licht stärker und stärker wird und die Wahrheit mehr und mehr durchkommt. Und ob das jetzt Wladimir Putin war, der diesen Krieg in Gang gesetzt hat,
Oder es wäre jemand anderer gekommen, wo rumgeheult wird, dass jetzt keine Gelder mehr für künstliche Intelligenz und digitale Identität vorhanden sind, ist ganz egal. Das heißt jetzt nicht, dass der große Heilshelfer Wladimir Putin ist, sondern die Tatsache, dass jetzt alle von Aufrüstung reden, die Militäretats exorbitant erhöhen und Russland zwingt sie ja auch dazu. Also wir haben ja vorhin das gehört mit der Hyperschallrakete. Jetzt legen natürlich andere nach und dann legen wieder andere nach und da wird das verdoppelt und verdreifacht und alle bemühen sich jetzt militärisch ganz attraktiv zu sein. Und diese ganzen Gelder, die sich die künstliche Intelligenz einverleiben wollte, die bekommen sie jetzt halt nicht. Und wir erinnern uns, dass ja auch Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin vor versammelten Länderchefs gestanden hat und den Kameras und gesagt hat, unser Ziel ist die digitale Identität und die künstliche Intelligenz ist eines der wichtigsten Ziele in Zusammenhang mit dem Klimawandel. Und den sieht dieser Herr Harari, muss ich mal sagen, es klingt wie Harakiri, sieht der ja auch in diesem Moment gefährdet. Also die ganzen Bemühungen um den Klimawandel. Und wir sehen ja, wenn der böse Ivan das Gas abdreht, dann wird es halt auch dunkel und kalt und eng und dann wird es alles noch schwieriger. Aber wir bleiben trotzdem noch bei diesem Herrn Harari und wir haben vielleicht für euch zur Information heute kurz vor diesem Podcast das Video von gestern noch einmal eingestellt. Und zwar als YouTube-Video, das ist nämlich auch bei der Wissensmanufaktur hochgeladen worden. Und er sagt, wir Menschen sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir keine geheimnisvollen Seelen mehr sind. Wir sind jetzt hackbare Tiere. Durch das Hacken von Organismen könnten Eliten die Macht erlangen, die Zukunft des Lebens selbst neu zu gestalten. Denn wenn man etwas hacken kann, dann kann man es in der Regel auch konstruieren. Und das ist eben noch ein Vortrag von vor dem Russlandkrieg. Da sagte Herr Harari, in den kommenden Jahrzehnten werden uns künstliche Intelligenz und Biotechnologie gottähnliche Fähigkeiten verleihen, um das Leben umzugestalten und sogar völlig neue Lebensformen zu schaffen. Nach 4 Milliarden Jahren des organischen Lebens, das durch natürliche Auslese geformt wurde, stehen wir vor einer neuen Ära von anorganischem Leben, das von intelligentem Design geprägt ist. Unser intelligentes Design wird die neue treibende Kraft der Evolution des Lebens sein. Nicht das intelligente Design eines Gottes über den Wolken, sondern unser intelligentes Design und das intelligente Design unserer Clouds. Die IBM Cloud, die Google Cloud, sie werden die treibenden Kräfte der Evolution sein. Und während dieses Vorgangs wird unsere eigene Spezies, der Homo sapiens, wahrscheinlich verschwinden. Nicht, weil wir uns selbst zerstören werden, sondern weil wir uns verändern und uns zu etwas ganz anderem entwickeln werden. Und zum Schluss sagt er das über Gott, was überall in den Prophezeiungen steht, wenn der Mensch an der Kante angelangt ist, dann haben wir den Zenit des Dunkels erreicht und das ist der Moment, wo es in sich zusammenfallen wird. Er sagt, die Menschheit ist also im Begriff, göttliche Schöpfungskraft zu erlangen. Wir sind im Begriff, Götter zu werden. Und die große Frage, die sich uns in den kommenden Jahrzehnten stellt, ist, was sollen wir mit unseren neuen gottähnlichen Kräften anfangen? Die Menschen haben Gott erfunden. Und die Menschen haben Himmel und Hölle erfunden. Und die Menschen haben den freien Willen erfunden. Aber am freien Willen ist nicht mehr Wahres dran als an Himmel und Hölle. Um uns auf diese Art von Welt vorzubereiten, die, wie ich denke, früher kommen wird, als viele Menschen verstehen, brauchen wir ein Antivirus-Programm für das Gehirn, für den Verstand. Ja, Genie und Wahnsinn gehen Hand in Hand. Ich interpretiere hier eine unfassbare Verstandesüberzüchtung und eine schwerste geistige Verstümmelung, wenn sich ein Mensch, der in einer
sogenannten anthropozentrischen Hybris, also der Überheblichkeit, dass die Menschen im Rahmen der Evolution als Endprodukt zu sehen, dass ein solcher Mensch jetzt sagt, und jetzt ist so ein bisschen der Turmbau zu Babel, der da läuft, und wir werden jetzt selber Götter werden. Diese Überheblichkeit finden wir sogar in der Bibel geschrieben, wirklich im Turmbau. Und das ist das, was wir hier gerade sehen. Und ich erschrecke im Moment darüber, dass dieser Mensch nicht einfach jemand ist, der hinter einer verschlossenen Tür sitzt mit einer sehr engen Jacke, sondern dass der auf einer Bühne steht und Leute motiviert, die offenbar am Ruder der Macht sitzen und diese Menschen beeinflusst werden von einer solchen Psychose der Überheblichkeit, sich selbst über Gott und über die Schöpfung zu stellen. Man muss sich vorstellen, dass wir selbst schöpferisch tätig werden können. Wo um Himmels Willen soll denn diese Kraft aus uns selbst herauskommen, wenn wir sie nicht von außen irgendwo erst einmal erhalten müssen? Er hat nicht einmal verstanden, dass ein Mensch gar nicht selbst lebt, sondern belebt werden muss, permanent durch eine permanente Lebenskraft, durch die Vis Vitalis, man kann es auch lateinisch ausdrücken, oder durch die Schöpferkraft, dann kann man es auch auf Deutsch ausdrücken. Und genau auf dieser Ebene befindet sich hier ein Wahnsinniger aus meiner Sicht. Das ist nichts Schlimmes, weil kranke Menschen hat es immer gegeben in der Geschichte. Aber dass ein solcher Wahnsinniger in einem Forum wie dem World Economic Forum tatsächlich wirklich Macht ausübt, das ist nicht nur bedenklich. Aber jetzt kommt's. Durch diese ganz plumpe kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine kommen jetzt plötzlich ganz neue Impulse aus dem alten System rein, die destruktiv auch sind natürlich, aber die hier plötzlich wieder die Leute im Kopf wachbomben, dass sie erkennen können, wow, das Ganze, was da gerade erzählt wurde, steht jetzt auf ganz tönenden Füßen, weil jetzt nochmal ganz kurz ein alter Einschlag reinkommt und das Ganze verhindern könnte. Das heißt, es kann sogar sein, dass es sich damit eben halt zum Guten entwickelt, was ich fast schon so ein bisschen reininterpretiere. Ich glaube, man kann das hineininterpretieren. Also vielleicht nochmal Folgendes. Wir sind ja jetzt seit über 2 Jahren dabei, auch über die 3 Bände im Lichte der Wahrheit zu sprechen, wo wir die Schöpfungsgesetze lernen können und wo wir, indem wir sie lernen, auch in eine neue eigene Kraft kommen. Viele von euch haben das schon geschildert, haben uns geschrieben, wir haben vieles davon veröffentlicht und vielen von euch geht es jetzt so, wie es uns auch schon seit vielen Jahren ergeht. Jede Krise kann gemeistert werden, wenn ich in mir stabil bin, durch mein Gottvertrauen, durch die Zusammenarbeit mit den Helfern. Ich habe euch selber auch über viele Wunder erzählt, die man dann erleben darf, wenn man in diese Kraft kommt. Und das ist natürlich etwas, was der Teufel hasst, wie das Weihwasser. Das bedeutet, wenn ein Mensch nicht zur manipulierbaren Masse gehört, indem man ihm sagt, du hast gar keinen freien Willen. Haha, das ist ja die beste Nummer überhaupt. Du hast gar keinen freien Willen, wie Herr Harari hier sagt oder behauptet. Und damit schiebt man natürlich den Menschen aus jeder Verantwortung raus, macht ihn zu einer verschiebbaren Masse und nicht zu einem eigenständig denkenden und entscheidenden Menschen, der einen klaren Blick hat, der sich einen Überblick verschafft und der seine innere Stimme zum Wirken kommen lassen muss, will und kann. Aber wie wir jetzt hier sehen, hat dieser Mann, und jetzt gehen wir wieder in seine aktuelle Rede hinein, richtig Panik, dass das jetzt alles nicht so kommen kann, wie er sich das so schön ausgemalt und mit den anderen da im Forum geplant hat. Er sagt, wir alle leben in diesem globalen Haus, aber in den letzten Jahren haben wir es schon vernachlässigt. Wir haben aufgehört, es zu reparieren und letztendlich durch den Krieg jetzt stürzt es jetzt zusammen. Ich hoffe also, dass die Menschen erkennen, bevor es zu spät ist, dass wir nicht nur diesen schrecklichen Krieg beenden müssen. Wir müssen die Institutionen wieder aufbauen. Wir müssen das globale Haus reparieren, in dem wir alle zusammenleben. Wenn es einstürzt, sterben wir alle.
Eine sehr wichtige Veränderung, die aus diesem Krieg resultieren kann, ist, dass dies vielleicht die Chance ist, den Kulturkampf im Westen zu beenden und uns ins Gedächtnis zu rufen, dass es keinen Widerspruch gibt zwischen Liberalismus und Nationalismus. Und dass beide denselben Feind haben, und zwar in der Person Putins und in der Ideologie des Putinismus. Es sind seine Handlungen, es ist nur er. Was soll man dazu sagen? Der ist ja wirklich völlig kognitiv falsch abgebogen. Wie soll ich das noch anders beschreiben? Hier spricht wirklich jemand in einem Wahne. So wirkt es auf mich. Und wenn er sagt, wir werden alle sterben, wenn das nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, dann meint er wahrscheinlich sich und seinesgleichen. Und da stimme ich mit ihm überein. Aber ich glaube nicht, dass er darüber die Menschen spricht. Denn das ist eventuell die große Chance für die Menschen, sich nämlich jetzt in einem letzten Akt aus der Dunkelheit zu befreien. Es wird die Masse sein, die hinterherläuft, und die Masse wird eventuell mit untergehen. Aber die Masse sind nicht alle. Diejenigen, die sich jetzt richtig stellen, nämlich in der Demut vor der Schöpfung und vor Gott und damit in diesem Gottvertrauen gemeinsam diesen Weg jetzt geht, nicht ins Schwanken kommt. Und wenn ich jetzt sehe, wie dieses gewaltige System des Unrechts, dieser Überheblichkeit, der Hybris, die dahinter steht, die unfassbar ist, dieser völlig krankhaften des Wahnes, selbst Gott vom Thron zu stoßen und sich selbst dort draufzusetzen, dass die momentan in ihrem Allmachtswahn in Panik geraten, weil nämlich plötzlich von irgendwo einfach nur ein konventioneller Krieg dazwischen kommt und jetzt plötzlich alles wieder auf die alte Schiene zurück muss und man jetzt Angst hat, dass damit ihre große Vision untergeht. Und das ist die große Chance, die wir haben. Und deshalb heißt dieses Video auch eben halt, verhindert Putin diese WEF-Strategien, die eventuell dahinter stehen. Und das ist jetzt kein Gutheißen. Es geht einfach nur darum, eine Systematik zu beschreiben, die momentan ins Wanken kommt. Und alle Großen sind in Panik. Die Politiker sind in Panik. Die fliegen nämlich auf mit ihrer Corona-Geschichte, die gelaufen ist, die voller Widersprüche ist. Es werden offiziell immer mehr Stimmen laut, diese Menschen vor ein Gericht zu zerren, immer mehr Strafprozesse einzuleiten, die kommen nicht mehr drumherum. Sie laufen gegen eine Wand. Und wenn die Masse der Menschen sagt oder viele sagen, wir sind nicht dabei, dann werden sie dabei schadfrei herauskommen. Und alle anderen, die mitlaufen bis zum Schluss, die werden eben halt dann auch vermutlich mit gegen die Wand rennen. Also es wird aus unserer Sicht, das haben wir aber auch schon immer vermutet, zu diesem Riesen-Showdown mit künstlicher Intelligenz und digitaler Identität nicht kommen, wie Sie es sich vorstellen. Andreas, aber etwas hatte mich dann doch auch unruhig gemacht. Es gibt hier noch eine Einschätzung von diesem Herrn Harari und man darf ja davon ausgehen, dass wenn er sich da so äußert, dass das abgenickt ist von höchster Stelle, dass er da nicht einfach einen Selbstschuss hier vornimmt. Und er spricht also darüber, er ärgert sich über Putin, dass er also allen Politikern, die er trifft, historische Vorträge hält und ihnen eben immer wieder Nachhilfe in Geschichte erteilt. Und er selber sei ja nun dieser Harari-Historiker und schäme sich deswegen allein jetzt für den Beruf Historiker, weil Putin das eben für sich in Anspruch nimmt. Und er sagt, ich kenne dies aus meinem eigenen Land. Wir in Israel leiden auch unter zu viel Geschichte. Ich denke, die Menschen sollten befreit werden von der Vergangenheit. Sie sollten sie nicht ständig wiederholen. Jeder sollte sich irgendwie befreien von den Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg. Ich meine, ich bin so groß geworden, dass ich jeden Tag daran erinnert wurde und viele andere auch. Und das ist ja jetzt schon eine sehr überraschende Aussage, die von der Seite kommt. Und dann sagt er weiter, das gilt auch für die Russen und es gilt auch für die Deutschen. Was wir jetzt von Deutschland brauchen, ist, dass es sich erhebt und eine Führungsrolle übernimmt, um an vorderster Front für die Freiheit zu kämpfen. Und manchmal haben die Deutschen Angst, dass wenn sie energisch sprechen oder eine Waffe in die Hand nehmen, werden alle sagen, hey, ihr seid schon wieder Nazis. Nein, das werden wir nicht denken. Wie ordnest du das ein?
Oh, mit der Einordnung ist es eigentlich relativ einfach. Wir haben in einem unserer letzten Podcasts, ich glaube den letzten oder den vorletzten in der Breaking, haben wir über die Straussianer gesprochen. Und die Straussianer sind eben halt die extremistisch-konservativen. Und das ist ein Konservativismus, aber auf einer anderen Ebene. Die Frage ist ja immer, was ist heute konservativ und was ist heute progressiv? Das, was früher konservativ war, ist heute progressiv und umgekehrt. Immer die Frage, wo stehen wir heute? Wir sind heute in einer verwirrten Welt und wirklich falsch abgebogen. Und dieses falsche Abbiegen soll konserviert werden. Und das in einer extremen Form. Und das sehen wir im Augenblick eben halt, was wir hier haben. Also zusammenfassend stellen wir fest, es gibt dort ein World Economic Forum, es gibt dort einen Klaus Schwab, der vor vielen Jahrzehnten irgendwann begonnen hat, dieses Forum aufzubauen und irgendwie eine vielleicht bessere Welt zu konstruieren, als man es mal irgendwann gedacht hatte, was möglich wäre. Und genau diese Geschichte, die läuft jetzt hier gerade an. Und vor allem, sie läuft gerade auch aus. Weil es hat sich in eine Entwicklung, ich sage mal entwickelt, es ist eine Doppelmoppelung, das bedeutet, dass ein Klaus Schwab mit seinen Leuten dann sich in eine Eigendynamik reingebracht haben und irgendwann offenbar den Boden unter den Füßen verloren haben und sind dann einfach abgehoben. Und dabei kann man halt falsch abbiegen und dann kann es sogar sein, dass man in eine falsche Richtung sich regelrecht reinschraubt. Und wenn man dann sieht, dass diese Menschen, die um diese Gruppierung herumgesammelt wird, immer mehr Leute versucht heranzuziehen auf dem Gesetz der Grundlage der Gleichart. Das ist einer der Schöpfungsgesetze, die wir haben. Das gilt es auch im Dunkelsten der Menschheit. Und das ist das, was ich hier deutlich erkennen kann. Und dieses Ding ist jetzt in Gefahr, weil das jüngste Gericht hat auch irgendein Ende. Und dieses Ende bedeutet auch einen Neuanfang. Ja, und das wird immer deutlicher. Also das ist wirklich auch eine der Erkenntnisse, die wir jetzt hier langsam ziehen, dass das, worüber wir seit über 2 Jahren sprechen, dass wir durch ein Nadelöhr hindurch müssen und dass wir durch dieses Nadelöhr nur hindurchkommen, wenn wir im Gottvertrauen sind, wenn wir innerlich stabil sind und nicht vor Angst zusammenbrechen. Und die Werkzeuge, die eingesetzt werden, um die Menschheit in Angst und Schrecken zu versetzen, die habt ihr alle vor Augen. Ihr seht es jeden Tag, an jeder Stelle. Und wer sich den innerlichen, ruhigen Überblick verschafft, im Gottvertrauen bleibt und sagt, Herr, leite mich hier einfach durch, ich bleibe hier koordiniert und angebunden mit dem Licht, dann kommen wir da durch. Und das ist natürlich genau das, was das Dunkel verhindern will. Also Luzifer steht auch dahinter. Aber in diesem Zusammenhang sage ich jetzt nicht den Namen Joschka Fischer, aber der hat sich jetzt auch geäußert, der frühere Außenminister der Grünen. Und der hat auf Herrn Harari auch Bezug genommen, da kommen wir gleich drauf. Er glaubt, dass der Ukraine-Krieg eine Neuausrichtung der deutschen wie auch der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik beschleunigen wird. Wir haben ja vorhin gehört, Annalena plant jetzt auch eine neue Sicherheitsstrategie. Und wörtlich sagt Fischer, und zwar hat er das der Welt am Sonntag gestern gesagt, wir Europäer sollten jedoch keine Weltmachtrolle anstreben, das würde uns überfordern. Andererseits müssen wir für unsere Sicherheit sorgen. Wir müssen als Europäer so stark werden, dass mögliche Aggressoren es sich zweimal überlegen, ob sie es wagen, unsere Sicherheit zu gefährden. Und er sagte, es sei zu früh, in die Details zu gehen, noch tobe der Krieg, für den die Ukrainer einen schrecklichen Preis bezahlen. Andreas, was heißt, wir müssen als Europäer so stark werden? Ja, also das ist offenbar eine Wiederauflage, die er jetzt nachbetet, wie es die US-Strategen ihm vorgeben. Er ist da ja offenbar direkt an der Marionette und wird von dort auch geführt, aus meiner Sicht. Das große Problem ist, dieses Stärke-Mantra, was man da momentan proklamiert, soll natürlich dazu führen, dass Europa ausfällt und daran zugrunde geht. Denn das ist das Problem. Wir dürfen nicht vergessen,
haben, dass aus US-amerikanischer Sicht Europa und speziell die EU der größte Rivale ist. Und dieser Rivale, der muss weg. Und aus diesem Grunde passt natürlich diese gesamte Geschichte jetzt mit Russland und auch mit der Ukraine. Das Ziel ist aus Sicht der US-Amerikaner, das hat George Friedman ja wirklich deutlich gemacht, den Gegner immer zu beschäftigen, zu zerreiben, dass er seine Energie verbraucht mit sich selbst in Eigenstreitigkeiten, bis sie sich mehr oder weniger völlig runtergewirtschaftet haben. Und dann braucht man nur noch rübergehen und letztendlich den Laden übernehmen. Denn die Vereinigten Staaten von Amerika sind militärisch, wie wir gerade gelernt haben, an der Hyperschallrakete zum Beispiel, weitaus schwächer als alle glauben. Der Krieg läuft mit anderen Mitteln, nämlich der Massenpsychologie, statt. Und das ist das, was wir gerade sehen. Deshalb haben wir wahrscheinlich den IWF, die Weltbank, die WHO, die Welthandelsorganisation und all diese Dinge, die Nichtregierungsorganisationen, auf US-amerikanischen Boden sitzen. Und von dort aus finden ja letztendlich diese ganzen Mantren statt. Ja, und Fischer, Joschka Fischer nimmt hier jetzt auch auf dieses Video Bezug von Herrn Harari, wo dieser ja sagt, Deutschland müsse jetzt also ganz vorn dabei sein im Kampf für Freiheit und Demokratie. Und wörtlich antwortet Fischer darauf in der Welt am Sonntag, Harari hat recht. Also ihr seht auch, welchen Stellenwert dieser Harari hat. Der wird also in der Welt am Sonntag zitiert und Fischer und andere zitieren ihn. Gebt nur mal den Namen Harari ein und ihr werdet da eine ganze Menge Ergebnisse finden. Also der habe recht, sagt Fischer. Es geht künftig ja auch nicht um eine Militarisierung der Außenpolitik. Es geht um unsere Verteidigungsfähigkeit. Und mit uns meine ich nicht nur Deutschland. Wir sind in der Mitte Europas gelegen, eingebettet in unsere Bündnisse. Die Deutschen begreifen jetzt, dass unsere Sicherheit auch die Sicherheit unserer Nachbarn mit einschließt. Und dann hatte sich noch geäußert zu der anhaltenden Kritik an Gerhard Schröder und sagt ja, was das Verhältnis zu Russland betrifft, da habe er immer eine andere Position gehabt als Schröder und die Energiepolitik, da hat er eine völlig andere. Ja, Andreas, das heißt mit anderen Worten, dass jetzt durch den Russlandkrieg ein plötzlich neues Bewusstsein in Deutschland und Europa entsteht, auch nichts mehr mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben zu wollen. Ja, wir haben eine klarere Situation nun mal. Wir haben in der Vergangenheit ja mehr oder weniger eine undifferenzierte historische Datenlage gehabt und da gab es ganz klare Vorgaben und wer dagegen verstoßen hat in irgendeiner Form, andere Dinge in Frage zu stellen, zu denken, dem stand der 130 Strafgesetzbuch Volksverhetzung sofort im Nacken. Das heißt, es gab eben Denkbehinderungen, die man rechtlich eingezogen hat. Das ist eins der Hauptprobleme überhaupt. Und nun kommen ausgerechnet diejenigen, denken wir beispielsweise an die berühmte Aussage von Herrn Olaf Scholz, der gesagt hat, wir müssen uns von dieser Kriegsschuld des Zweiten Weltkrieges langsam mal freimachen und unser Selbstbewusstsein wieder entdecken, gerade jetzt in Bezug auf diesen Krieg in der Ukraine, wo wir dann entsprechend dann eingreifen müssen. Man stelle sich vor, irgendein Politiker, am besten noch von der AfD, hätte vor einem Jahr das Ganze noch gesagt, der wäre durch die Gazetten durchgezogen worden und er hätte wahrscheinlich sogar eine Anzeige wegen 130 Strafgesetzbuch mit Volksverhetzung gegen sich zu erwarten. Heute sagt der Bundeskanzler, gegen den ja nicht einmal mehr strafrechtlich ermittelt wird, weil da offenbar die Kontakte zu den Staatsanwälten sehr gut ausgebaut sind, dass die Dinge einfach weggewischt wird. Die Rechtsstaatlichkeit, die wird verloren. Das Ganze führt aber zu einer Trennung vom Spreu zum Weizen. Und dieses Spreu verdichtet sich immer mehr und versumpft auch immer mehr in den eigenen Ideologien und in diesen eigenen Aussagen, die voller Widersprüche sind, während auf der anderen Seite eine klare Gruppierung von Menschen entsteht, die alternativ unterwegs sind und sagen, ich muss mich jetzt irgendwo freimachen von dem Wahnsinn. Das sehen wir hier gerade. Und hier, ich sehe hier eine gewisse Panik auch bei Joschka Fischer, wenn plötzlich überall von diesen Dingen gesprochen wird. Man bekommt offenbar Angst, dass das Spiel nicht aufgeht. Und ich muss ehrlich sagen, ich wünsche mir, dass es nicht aufgeht. Es wird nicht aufgehen. So weit wage ich mich hier aus dem Fenster, denn es war von vornherein klar, dass das Licht diesen Kampf gewinnen wird. Die Frage war nur, wann und wie. Und wir sehen die ersten
Indikatoren dafür. Wir kommen jetzt mal zur, wir wollen mal diesen Komplex abschließen, weil wir den noch eine Weile behandeln werden in den nächsten Podcasts. Und Andreas, ich will vielleicht gleich mal auf das Thema Finanzwirtschaft, global Finanzwirtschaft kommen. Es gibt ja neben dem Russland-Ukraine-Krieg und diesem ganzen Getöse hier, gibt es auch viele Länder, die ihre eigenen Schlüsse jetzt ziehen, ihre neuen Geschäfte aufbauen. Und so ist zum Beispiel China ganz rege und aktiv, was Zusammenarbeit mit Russland angeht. Russland wiederum ist in engem Schulterschluss mit Indien. Da haben sich die Zahlen, die Ex- und Importzahlen vervierfacht im letzten Jahr und es werden neue Schulterschlüsse gemacht. Du hast auch eine neue Information, die eben auch wieder für das westliche System nicht so gut aussieht, wenn wir mal das Dollarsystem ins Auge fassen. Ja, weil das gehört natürlich zu diesem Harari-Komplex natürlich unmittelbar dazu. Denn das sind jetzt die konkreten Umsetzungen, die konkreten Situationen, die entstehen, nämlich durch diesen Konflikt in der Ukraine. Also wir merken eines, Peter Heisenko, ein wirklich hoher, klarer Denker, hat da viel zu geschrieben und ich habe da einiges von ihm jetzt auch gelesen in den letzten Tagen. Und da geht es vor allem auch darum, dass das Dollar-Imperium USA zusammenbricht. Und sollte das zusammenbrechen, dann bedeutet das auch, dass die Einnahmen für die NGOs gefährdet sind. Und mit den NGO-Einfrierungen der Gelder, dass da nicht mehr genügend Geld reinfließt, dann bedeutet das auch, dass das World Economic Forum und alle anderen dann auch von dieser Finanzspritze der permanenten Steuerumverteilung in deren Richtung und dem, was Harari will, plötzlich unterbrochen oder in Stocken geraten können. Und da ist ein großer Anlass dafür, dass China und Saudi-Arabien offenbar ihren Ölhandel in Zukunft in der Bezahlung nicht mehr in dem US-Dollar machen wollen, sondern den chinesischen Renminbi. Das ist also die chinesische Währung, die wird Yuan genannt. Wir kennen den Begriff Renminbi und auch Yuan. Das ist beides dasselbe, also nur das wird nur unterschiedlich genannt, weil Renminbi ist der Begriff für die Währung. Also vielleicht, worum geht es? Bis 1971 war der Dollar an Gold gebunden. Jeder konnte eine Dollarnote in Gold umtauschen. Und 1971 haben USA festgestellt, so ist richtig, dass sie dieses Gold gar nicht mehr haben. Das heißt, die Welt wurde betrogen mit der Dollar-Leitwährung. Und 1971 hat dann Nixon das sogenannte Goldfenster geschlossen. Experten wissen, was ich meine. Für alle anderen, die können sich damit auseinandersetzen, zum Beispiel in dem Plan B bei der Wissensmanufaktur. Um dem ein wenig etwas dagegen zu setzen, haben die USA angefangen, den Petrodollar einzuführen. Das heißt, man zwang alle Länder der Erde, wenn man Öl oder Gas kaufen wollte, Öl vor allem, dann musste es in US-Dollar bezahlt werden. Also jeder, der beispielsweise Öl kaufen wollte, der musste sich vorher US-Dollar besorgen. Und das wirkte auf die Leute, als wäre der US-Dollar durch Öl unterlegt. Das ist natürlich auch nicht so. Aber wer da ausscheren wollte, der wurde mit Waffengewalt gnadenlos vernichtet. Denken wir an den Iran, denken wir an Libyen, denken wir an den Irak. Die wollten nämlich aus den US-Dollar aussteigen und da liegen dann auch die Gründe für die Kriege und die Vernichtungszüge, die gegen diese Länder gefahren wurden. Wall Street Journal berichtet, dass Saudi-Arabien und China künftig die Öllieferungen in Yuan, also in chinesischer Währung, ausgleichen wollen. Und das ist natürlich hart. Jetzt stellt sich die Frage, ob die USA jetzt wieder hier bestrafen wollen. Aber der Zeitpunkt ist wirklich günstig für China momentan, da die USA einen weiteren Konflikt einfach nicht mehr packen. Aber warum wenden sich auch gerade die Saudis jetzt vom US-Dollar ab? Auch das hat eben halt Heisenko gerade geschrieben, wie ich schon erzählt hatte. In arabischen Gefilden, da gibt es hochgebildete und kluge Leute, die ganz genau beobachten und analysieren, was in der Welt vor sich geht.
Und was die Saudis jetzt in der Ukraine beobachten können, das erinnert sie fatal an den Krieg zwischen Irak und Iran. Also das, was sie jetzt in der Ukraine beobachten. Washington hat den Irak damals auch hochgerüstet und zum Krieg gegen den Iran getrieben. Und dieser Krieg dauerte bekanntlich 8 Jahre, von 1980 bis 1988, und hat viele Millionen Tote verursacht. Zu beobachten war aber auch, dass die USA zwar diesen Krieg orchestriert haben damals, aber dennoch ihre Unterstützung des Irak auf einem Niveau gehalten haben, das einen schnellen Sieg des Irak nicht zugelassen hat. Und auf diese Weise haben sie beide Länder nachhaltig beschädigt. Und das ist das System, was immer geführt wird. Man versucht, die Gegner sich gegenseitig zu zerreiben. Wer jetzt aber unparteiisch auf den Ukraine-Konflikt blickt, der kommt ja nicht umhin, hier Parallelen zu erkennen. Die USA haben Kiew seit mindestens 8 Jahren aufgerüstet und spätestens mit dem Putsch auf dem Maidan 2014 gegen Russland ja in Stellung gebracht. Das ist bekannt. Der Plan, der da wohl hinterstand, war, mit einer westlichen Waffentechnik aufgerüstete Ukraine in einen Krieg mit Russland zu verwickeln, der am besten auch viele Jahre andauern und richtig blutig werden sollte. Also so sollten Russlands Kräfte quasi offenbar ausgeblutet werden und seine internationale Reputation dauerhaft beschädigt. Das ist das Spiel, was dahinter steht. Das hat jetzt Putin offenbar erkannt und er hat seinen militärischen Eingriff in den seit 2014 andauernden internen Ukraine-Krieg gestartet. Deshalb ist er da am 24. Februar wahrscheinlich auch einmarschiert und die USA unterstützen nicht wirklich, wie zu erwarten, außer mit verbalen Floskeln. Also Riad hat da echt dazugelernt. Also interessant ist, der Zusammenbruch des Petrodollars wird hier katastrophale Folgen haben. Man erkannte aber auch in Arabien, dass man sich auf China verlassen kann und sie keine Vorschriften machen. Das heißt, die arbeiten jetzt lieber mit den Chinesen zusammen, die Araber, als mit den US-Amerikanern. Und jetzt kommt's. Indien, China und Russland haben bereits ein System für die direkte Abwicklung ihrer Rechnungen etabliert. Von wegen mit SWIFT, wir machen sie kaputt. Das ist alles etabliert. Sie haben Banken und haben sie bereits bestimmt für diese gesamten Transaktionen. Da steht übrigens auch ein Abrechnungssystem der BRICS-Staaten hinter. BRICS steht für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und das ist komplett funktionsfähig. Und wenn man damit das gesamte Öl- und Gasgeschäft vom Dollar abkoppelt, dann wird in einer sehr kurzen Zeit das Dollarsystem zusammenbrechen oder kurz gesagt die Dominanz des gesamten US-Imperiums. Ja. Und dann können die USA ihre Vasallen und Söldner und die NGOs auch nicht mehr bezahlen. Und da schließt sich der Kreis. Wenn die NGOs nicht mehr bezahlt werden können, dann könnte die gesamte WEF-Operation auch in Schwierigkeiten geraten. Also Putin hat mit dieser Operation in der Ukraine das Startsignal dazu gegeben und China gibt dem Ganzen ganz elegant und unauffällig eine Art Todesstoß. Danke für diese Erläuterungen. Das zeigt jedem, wo das System jetzt steht und dass die Welt wirklich im Umbruch, im großen Umbruch, im Great Reset steht, aber vielleicht gar nicht so, wie sich diese sogenannte Globalelite sich das alles vorgestellt hat. Wir sehen zunehmend eine Machtverschiebung für diese Welt und am allerletzten Ende wird diese Machtverschiebung dann zeigen, wer ganz oben drüber sitzt. Und darauf können wir uns dann alle sehr freuen. Andreas, ich möchte mal noch auf die Energiepolitik Deutschlands und Europas kommen. Also Robert Habeck, das ist ja der Superminister, und der hat sich jetzt geäußert, der hat ja eine Reise in den Nahen Osten vorgenommen, nach Katar, wo Kritiker sagen, ob das der richtige Weg ist, das bleibt mal dahingestellt. Aber Habeck hat in diesem Zuge das frühere Aus für Gasheizungen angekündigt, als es eigentlich vorher gesagt worden war. Er sagt, wir sollten nicht den politischen Fehler machen, einerseits wegen der hohen Energiepreise die Verbraucher zu entlasten, aber andererseits den Verbrauch nicht zu adressieren. Das ist mir jetzt nach dieser Reise besonders wichtig. Das hat er
auf dem Flug dann zurück von Katar in die Vereinigten Arabischen Emirate gesagt. Und je weniger Energie wir verbrauchen, so Habeck wörtlich, gerade im Gasbereich, desto weniger herausfordernd ist diese Situation. Das bezieht sich vor allem auf die Bereiche, wo Gas verfeuert wird. Das heißt, Gebäudesanierung, kein weiterer Einbau von Gasheizungen. Auf ein Datum wollte er sich noch nicht festlegen, weil er nicht in die Verhandlungen reingrätschen will, so hat er das wörtlich gesagt. Denn es müsse ja auch alles umsetzbar sein. Es müsse ein klarer politischer Auftrag ergehen, was jetzt als nächstes getan wird. Tja, also das ist wieder so ein Blindschuss, zumindest wirkt es so. Aber dieser Blindschuss hat natürlich gigantische Schäden für die deutsche Volkswirtschaft. Und diese deutsche Volkswirtschaft, und das ist ja der Plan, soll ja offenbar zerstört werden. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Herr Habeck das, was er da sagt, nicht einmal im Ansatz versteht. Dafür habe ich mir zu viele Interviews mit ihm angesehen und muss ehrlich sagen, das ist sehr fraglich. Aber was das bedeutet natürlich alleine für die Hersteller von Gasöfen, die also in der Branche beschäftigt sind, wieder die vielen Arbeitnehmer, die dabei ihren Job verlieren, die natürlich auch zum Bruttoinlandsprodukt beitragen und auch zu den Steuereinnahmen, womit Sozialleistungen geregelt werden sollen oder eine F-35-Maschine gekauft werden soll für die Bundeswehr, was ja auch so ein Ding ist. Also das sind ja wirklich schon unglaubliche Dinge. Du hattest neulich über diesen F-35 gesprochen, dass der mangelhaft sei und dass Italien den schon wieder abbestellt hätte, während Deutschland ja jetzt ganz stolz eine Riesenbestellung aufgegeben hat. Heute ist gerade vorhin, ich glaube, beim Fokus ein Artikel erschienen, das Pentagon hat mitgeteilt, dass der F-35-Bomber 835 Mängel aufweise. Ja, dieser F-35 ist ein völlig überlastetes Flugzeug, was alles kann und damit irgendwo gar nichts mehr kann. Und das ist das Hauptproblem. Wenn er so ein Riesenmonstrum durch die Gegend fliegt und überhaupt nicht mehr individuell einsatzbar ist, dann wird es irgendwann kritisch. Und genau an der Stelle sind wir jetzt. Bundeswehr bestellt sie, Italien bestellt gerade ab. Und jetzt kommt das Tollste, die Marine der USA bestellen auch gerade ab. Die haben also einen Großteil der Maschinen, die sie gerade bestellen wollten, wieder abgesagt. Aber das ist ja eine ideale Grundlage, wenn ein Flugzeug nichts taugt und ausschließlich im Prinzip aus Fehlern besteht und nicht brauchbar ist, dass es dann noch mit in die Bundeswehr mit integriert. Da passt es ja zu den anderen Gerätschaften, die ja bereits auch schon nicht funktionieren. Also es ist wirklich unfassbar. Das hat die Verteidigungsministerin bestellt. Ja, ich weiß, die ist gut. Andreas, es ist an diesem Wochenende auch eine umfangreiche öffentliche Diskussion von ganz vielen verschiedenen Players, Politiker, Verbandschefs und so weiter geführt worden, was man jetzt machen kann, um Energie zu sparen. Also da gibt es Vorschläge, Tempolimit, 100 km/h auf Autobahnen, der verkehrspolitische Sprecher des Verkehrsclubs Deutschland, Michael Müller-Görnert heißt der, hat gesagt, dass am Wochenende das Auto stehen gelassen werden kann. Das würde den Kraftstoffverbrauch mindern, nicht nur für jeden Einzelnen, sondern auch in der Summe ein Stück weit uns dann weniger abhängig von Importen mache. Und das gelte natürlich vielmehr noch für das längst überfällige Tempolimit auf Deutschlands Straßen. Also kurz, Tempolimit und Autofasten. Das verbessert die Verkehrssicherheit und ist ein Gewinn für den Klimaschutz. Und das sagen ganz viele. Also der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, der heißt Resch, der fordert dauerhafte Lösungen, um die Nutzung fossiler Energien runterzufahren. Deswegen müsse ein Tempolimit von 80 auf Landstraßen und 100 auf Autobahnen sein und so weiter. Und das heißt, man versucht jetzt fieberhaft die Verantwortung den Bürgern zu übertragen, die Immobilität der Bürger weiter einzuschränken und vor allem auch diejenigen, die vielleicht ihr Leben so bestreiten wollen wie vorher, dann auch gleich als Umweltgegner, als Klimaleugner und so weiter zu
bezichtigen? Ja, man versucht jetzt alles mehr oder weniger in Gang zu setzen, dass Deutschland so manövrierunfähig ist. Das hieß ja schon vor Jahren, dass Deutschland nicht mehr regierungsfähig ist. Das ist es auch schon längst nicht mehr aus meiner Sicht. Das ist ein Durchwurstelpragmatismus. Man hat einfach nur nicht festgestellt bei den Menschen, dass keiner das Licht ausmacht und irgendwie machen alle weiter. Aber das Spiel hat längst natürlich ein Ende erreicht. Und wenn es jetzt weiter so geht, dann wird nämlich genau der Punkt kommen, den alle wollen, weil, nämlich nicht alle wollen, sondern diejenigen, die aus diesem Dunkel unterwegs sind, nämlich die große Enteignung. Und dann kommt jetzt die Forderung, eben halt, die weiterkommen wird. Und das ist genau das, was hiermit schon in Gang gesetzt wird. Hier wird im Prinzip eine Situation geschaffen, dass irgendwann sich keiner mehr leisten kann, überhaupt noch irgendwo hinzufahren. Wir werden über das Thema Enteignung übermorgen, also ausführlich sprechen, am Mittwoch. Wir wollen heute nochmal in den Themen bleiben, was jetzt dem Bürger zugemutet werden soll. Also es werden auf jeden Fall schon diskutiert Zeiten am Tag oder in der Nacht, wo der Strom abgeschaltet werden soll. Das Gas soll an allen Ecken reduziert werden, das Benzin auch. Christian Lindner, Finanzminister der FDP, hat ja einen Tankrabatt angeregt und sagt, es ist wichtig, dass wir das Geld nicht mit der Gießkanne ausschütten, sondern diejenigen mit kleinen und mittleren Einkommen gezielt entlasten, denn die seien jetzt am stärksten betroffen. Das hat er der Bild am Sonntag gesagt. Und der DGB hat sich für ein sogenanntes Mobilitätsgeld stark gemacht, das die Pendlerpauschale natürlich nicht ergänzen, sondern ersetzen könnte. Und es heißt also, was sie alles vorhaben, dass ein zusätzliches Geld gestaffelt werden könnte, dass zum Beispiel diejenigen, die mehr verdienen, weniger Staffelgeld bekommen als diejenigen, die wenig verdienen. Ja, damit wird natürlich dann außerdem nochmal die Staatsquote aufgestockt, denn um das alles überhaupt zu berechnen, zu regeln und zu steuern, braucht man Tausende von neuen Formularen und wieder ein paar Tausende von neuen Verwaltungsbeamten oder eben halt öffentlich Bediensteten, die das Ganze denn umsetzen sollen. Das Ganze soll sich rechnen. Was mir bei der ganzen Geschichte fehlt, ist wirklich, wo bleibt der Bürger? Der wird mehr oder weniger als Überschrift benutzt, um ihm zu helfen, um damit unterm Strich gesehen lediglich die Kosten des Staates zu erhöhen und immer mehr die Karre weiter in den Dreck reinzufahren. Es nützt nichts. Mir kommt das vor, als ob der Karren, das Auto tief eingefahren ist im Matsch und man kann jetzt eigentlich nur noch eines machen, man kann das Fahrzeug rausholen. Stattdessen setzt man sich rein und rührt wie ein Wilder in dem Getriebe rum, Vorwärtsgang durchdrehen lassen, Hintergang rückwärts durchdrehen lassen und sich immer mehr in diesen Schlamm reinwühlen. Das ist das, was wir hier gerade merken. Man wühlt sich immer tiefer rein in den Dreck, bis nichts mehr geht. Ja, das ist dieses aus Jesaja 8, wo es ja heißt, beschließt einen Plan und es wird nichts draus. Fasst Beschlüsse und sie werden nicht umgesetzt, denn hier ist das jüngste Gericht. So heißt es ja und es scheint wirklich so zu sein, dass wir direkt davor stehen. Aber es kommt noch besser oder noch schlimmer dementsprechend, denn unser grüner Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der sagt, Putin ist der Böse und deswegen dürft ihr jetzt nicht so viel Fleisch essen. Ist ganz, ganz logisch. Also auf jeden Fall sagt er in einer Art moralischem Feldzug gegen Russland, dass jetzt jeder, der vorsätzlich weniger Fleisch zu essen bereit ist, einen Beitrag gegen Herrn Putin leistet. Das sind seine Worte. Es sei auf jeden Fall davon auszugehen, sagt Özdemir, dass manche Lebensmittel teurer werden und deswegen müsse man schon fragen, ob eine Entlastung hier nicht zielgerichteter ist als beim Benzinpreis und allen zugutekommt, insbesondere denjenigen, die wirklich Not leiden. Deswegen findet er auch richtig, dass man über eine Senkung der Lebensmittelpreise nachdenkt. Denn längst hat nicht jeder ein Auto und ist darauf angewiesen, aber jeder müsse sich ja ernähren. Also das ist sehr, sehr weise, was er da sagt. Und er wolle zwar als bekennender Vegetarier seinen Ernährungsstil niemandem aufzwingen,
Aber wörtlich sagen wir es so, weniger Fleisch zu essen wäre ein Beitrag gegen Herrn Putin. Und dasselbe gelte natürlich auch für bewusstes Einkaufen. Ja, nichts ist dumm genug, um nicht noch irgendwie abgesondert zu werden. Also wenn ich sehe, dass Herr Özdemir natürlich der Vertreter der Landwirtschaft ist und ein Großteil der Landwirte durch die Fleischproduktion existieren müssen, was über Jahrzehnte mit EU-Geldern subventioniert wurde, die sich darauf verlassen haben. Auch ich habe überhaupt nichts gegen eine vegetarische Lebensweise. Im Gegenteil, ich befürworte sie auch. Aber er hat hier eine ganz klare Ansage, für wen er eigentlich da ist als Landwirtschaftsminister. Und man hat das Gefühl, egal welches Ministerium man hat, das heißt, das Verteidigungsministerium arbeitet gegen die Bundeswehr und gegen die Verteidigung. Der Landwirtschaftsminister arbeitet gegen die Landwirte und gegen die Produktion, wovon diese Menschen leben. Also es ist ja, und der Wirtschaftsminister Habeck, der arbeitet dafür, dass die Wirtschaft in Dutten geht und zerstört wird. Das bedeutet, die ganze Ministerriege, die ich da momentan sehe in Berlin, die macht nicht das, wofür sie eigentlich da sind, sondern sie laufen alle hinter derselben Ideologie her. Ganz einfach. Ja, Russland hat übrigens geantwortet auf die Forderung von Cem Özdemir, weniger Fleisch zu essen. Und zwar hat sich die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Sacharowa, gemeldet und mit Ironie auf diese Forderung reagiert. Sie sagte, der deutsche Landwirtschaftsminister Özdemir, der seine Landsleute aufforderte, weniger Fleisch zu essen, um Russland zu bekämpfen, könnte auch die Deutschen auffordern, weniger zu atmen, um denselben Zweck zu erreichen. Und dann fährt sie fort, es ist ja auch nur ein Teil der Wahrheit, sie müssen noch weniger atmen, was ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch gegen Russland wäre, sagen wir es mal so. Also das heißt, Russland macht sich einfach nur lustig über diese Aussagen von Herrn Özdemir und man darf nicht denken, dass im Ausland das nicht beobachtet wird, was da so aus Berlin alles raustrompetet wird. Und in dieser Minute ist gerade eine Meldung von der Bild-Zeitung erschienen. Darauf möchte ich jetzt doch noch mal zunehmend hinweisen. Denn das, worüber wir heute einen Großteil in dieser Sendung gesprochen haben, scheint man inzwischen auch in den Mainstream-Medien mehr und mehr zu erkennen, auch wenn es schwerfällt. Überschrift: Lavrov, also der russische Außenminister, will mit China die Welt neu ordnen. Und dann heißt es, diese Äußerungen dürfen als bewusste Provokation gegen den Westen verstanden werden. Der russische Außenminister Lavrov hat sich gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax über die Beziehung zu China geäußert und deutlich gemacht, dass er von einer neuen Weltordnung träumt. Die Agentur zitierte Lavrov, das Zusammenwirken wird enger. In Zeiten, in denen der Westen unverhohlen alle Fundamente, auf denen das internationale System basiert, einreißt, müssen wir als zwei große Mächte darüber nachdenken, wie wir in dieser Welt weiterverfahren. Und die Bild-Zeitung kommentiert es, eine eisige Aussage, die er mit den folgenden Sätzen sogar noch verschärft. Diese schlagen dem Westen erst einmal die Tür vor der Nase zu. Und Lavrov äußert sich über mögliche Kooperation mit dem Westen. Natürlich sind wir weiterhin offen für die Zusammenarbeit mit allen Ländern, auch mit westlichen, obwohl wir unter den Umständen, wie der Westen sich verhalten hat, keine Initiativen entwickeln werden. Ja, klare Worte. Was interessant ist, ist, dass hier so suggeriert wird aus Sicht der Bild, als wäre das eine Kriegsansage gegen den Westen. Ich sehe, dass Lavrov und China sehen, dass die Welt neu geordnet werden muss und sie diese Weltordnung, diese Aufgabe übernehmen würden, weil der Westen sich ja gerade selbst zerlegt hat. Das ist die Frage. Das ist keine Kriegsdrohung gegen den Westen, sondern das ist eine Beschreibung über den Westen, die sich mit Gender und anderen Dingen auseinandersetzen und eben halt je nachdem, welche Sau gerade durchs Dorf getrieben wird, während andere versuchen, politisch die Lage eben halt irgendwie zu gestalten und in den Griff zu bekommen. Und das mit Sicherheit auch nicht wirklich immer richtig. Das ist natürlich auch nicht der Weg. Aber
hier wird so ein bisschen etwas anderes suggeriert als das, was da eigentlich gesagt wurde. Und alles, was wir heute gesagt hatten in diesem Podcast, auch gerade was China, dem Dollarsystem, dem Petrodollar und all diese Dinge hier zugrunde gelegt wird und die Rüstungsindustrie und so weiter, das zeigt, das ist eigentlich letztendlich ein konsequenter Artikel von der Bild. Ist er, und das Erkennen wird deutlicher. Ihr Lieben, wir haben vor 2 Jahren schon darüber gesprochen, mit dem Ausbruch der Mikrobe. Sorgt vor, bereitet euch vor in jedem Punkt, denn die Zeiten werden richtig heikel werden, bevor es dann wieder in eine lichtere und hellere Ordnung übergeht. Aber die zeichnet sich schon ab. Jetzt heißt es durchhalten. Und die letzte Meldung, ich will nur in die Überschrift reingehen, von Agrar heute, da heißt es: Getreidepreise, Welthandel mit Getreide ist massiv gestört. Immer deutlicher ist der globale Getreidemarkt von großem Mangel gekennzeichnet, und der Hunger auf der Welt, heißt es hier, nimmt dramatisch zu. Auslöser ist natürlich wieder der Krieg Ukraine-Russland, obwohl wir schon vor langer Zeit, seit es diesen Podcast gibt, darauf hinweisen, dass die Lieferketten vorsätzlich offenbar außer Betrieb gesetzt wurden und auch weiterhin werden. Der sich vorbereitet, der übrigens auch, was Energie angeht, sich vorbereitet, ist zweifellos im Vorteil. Das sind alles schwierige Umstände, aber unterm Strich ist das, was wir da heute zusammengefunden haben an Indizien für eine Beweiskette, dass es langsam in die Talsenke hineingeht und wir da vielleicht noch ein Stückchen haben und es geht dann wieder aufwärts. Das sind gute Nachrichten, und wir sind eigentlich sehr zuversichtlich und optimistisch gestimmt. Das sind wir, und gerade heute, wo wir gemerkt haben, dass da eine große Bewegung auch ist bei denjenigen, die die Welt jetzt meinten, fest im Griff zu haben, und da erkennt man die Unsicherheit bis hin zur Panik. Das ist ehrlich gesagt für mich ein gutes Zeichen. In diesem Sinne, wir hören uns heute Nachmittag mit dem Abendgebet. Danke für eure Aufmerksamkeit. Andreas, danke für deine Expertisen. Danke und alles Liebe nach Deutschland und in den Rest der Welt. Und jetzt gibt's hier einen Kaffee in Kanada.